Moin Leute, was geht? Freut euch auf die nächste Folge LS. Ja, ich sage aber mal, wir sind wieder bei der Ernte immer noch dabei. Wir haben ja erst das erste Feld geerntet. Ja, der Drescher ist voll. Also müssen wir weiter gucken, dass und auch fertig. Wie heißt das jetzt? Der hat 78%. Ja. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht, dass wir ihn abtanken müssen dieser kurzen Fahrt. Da werden wir das bei der Langfahrt machen, denke ich mal. Meine Sache ist es ja, dass ich euch unterhalte. Unterhalten tue ich euch gern. Also ganz ehrlich, das ist immer ein Vergnügen, euch zu unterhalten, euch vielleicht ein Lachen ins Gesicht zaubern, weil ich was im Spiel verkehrt mache oder so. Ja. Ja, dem. Ich bin dabei, einen besseren PC zu kaufen. Also ein bisschen Geld ansparen und dann immer wieder nach Monat ausgeben halt, ne? Ich sehe schon, der LKW, der wird uns ein bisschen im Weg sein. Ja, das merkt er jetzt schon. Muss ich mal ein bisschen gucken, dass der aus dem Weg geht. So. So, der Drescher muss wieder in Gange. So. Der Zug nervt, denke ich mal, danach ein bisschen. Müssen wir gucken. Aber erstmal muss der Drescher wieder abgetankt werden. Aber erstmal muss der in Gange. Nein, erstmal muss der wieder in Gange gebracht werden. Ja, mich freut LS eigentlich recht gut. Befriedigt einen in diesem Augenblick. Nicht in den anderen Augenblick, sondern befriedigt einen erstmal so. So. Und wird wieder 80% voll. Ja, aber wir tanken ihn ja jetzt ab. Wir tanken den guten... Na, das ist so eine... Also das ist so ein Drescher. Der ist halb Fan, der ist so ein bisschen alle Marken. Also er, sagen wir einfach mal, du konntest ja sagen kann, ich habe jetzt Massive Ferguson genommen. Ja, also was soll man da noch zu sagen, ne? Also zu sagen kann man, dass wir sind am Abernten, ein bisschen chillig reden. Dann werde ich auch, denke ich mal, so Zuschauerhexe machen. Schreibt mir am besten dann auch viele Kommentare. Wir machen dann, müssen wir mal gucken. Hier haben wir genug Geld, dass wir uns dann einen vernünftigen Häcksler kaufen. Machen wir, glaube ich, in dieser Folge, denke ich mal. Mal gucken, ob wir uns in dieser Folge sowas leisten können. Also verdammt, ihr seid verdammt gut drauf. Also, ja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, auf jeden Fall geht ihr mit der Aufruferzahl hoch. Das freut mich. Gib mir Geld. Gib mir Geld, ja. Später. Wenn das schön ein auf Aufrufe ist. So, wie ist das eigentlich hiermit? 594. Machen wir mal den... jetzt haben wir den mitten im Weg geparkt, ne? Ja. Den packen wir mal ganz kurz ein bisschen beiseite. Beiseite, so. Den Helfer schalten wir mal aus. Nein. Oh, ich habe nicht geguckt. So. So, das ist aus. Das erkennt man, dass es orange ist. So, und weil dann weniger PS, also weniger Lautstärke hat, kann man auch dabei erkennen, das schöne Vogelgezwitscher ist immer schön. Rudi, was ist? Ja, der eine Vogel heißt Rudi, ja.
Aber das wisst ihr ja schon aus älteren Folgen von COD. Und ja. Und ich bin ein bisschen müde. Ja, war heute ein bisschen anstrengender, der Schultag. Ja. Wir können gleich mal das Geld mal auf den Kopf hauen, dass wir nächstes Mal häckseln können. Aber ich will den aktiven Zuschauern das natürlich bringen, dass es ein bisschen zum Schluss ist, ne? Ist ja immer klar. Den aktiven. Den aktiven Zuschauern, die meine Videos gucken. Egal was es ist, Call of Duty mäßig, LS mäßig, halt in dem Sinne. Ja, in dem Sinne, ja. Mal gucken, ich kriege auch bald Schallschutzwände, also dann wird mein Zimmer ein bisschen schwärzer. Hoffen, das sieht gut aus, will ich hoffen, ey. Ich krieg die geschenkt, also die sind ein bisschen gebraucht, aber ich denke mal, die mache ich ins Hintergrund. Schön im Hintergrund, ein paar Schallschutzmatten, dann seht ihr nicht alles nicht mehr von meinem Zimmer so ungefähr. Oder kommt halt bei mir. Muss ich halt mal ein bisschen gucken, wie ich das jetzt mache. Ja, wir sitzen hier mit 16-17 Stundenkilometer, 16-17 Stundenkilometer den Berg hoch. Aber er ist 16. Also auf jeden Fall, was feiert ihr eigentlich an meinen Videos? Was ist das Rezept? Wie ein guter Koch sagen würde, 5 Sterne, was ist das überhaupt? Weil er zu unterfordert ist, ein Profikoch, aber wir sind wirklich Profis, die hier am Berg sind. Ja. Da würde ich aber mal sagen, da würden wir schnelleren Trecker empfehlen, aber ist halt so, der hat halt ein bisschen Gewicht hinten drauf. Müssen wir dann mal gucken, ob wir die Brigade weiter leer machen können. So, dann wollen wir mal. Oh, ich bin mich müde, ey. Wieso bin ich so müde jetzt? Ja, jedenfalls freue ich mich, mal gucken. Vor 2 Folgen aufzunehmen ist anstrengend, ey. Jetzt bin ich gerade bei der zweiten LS-Folge. Die erste, ja, ist gut, verdammt gut. Habe gerade auch aufgenommen, ja. Sollte man ehrlich sagen, LS, richtig geiles Spiel. Oh, das Feld ist bald gleich fertig. Er denkt, er ist fertig. Oh, Scheiße, ey, Alter. Oh, müssen wir mal ein bisschen selbst arbeiten hier. Seht ihr, glaube ich, denke ich mal, auch gern. Da ist ich so ein bisschen ohne Helfer ausspiele.
Dann seht ihr mal, wie ich grober und so. Oh, jetzt kommen wir zu sowas. So. Jo. So, gucken wir mal ein bisschen ohne Helfer. Gucken wir mal ein bisschen Gas, Tempomat, anschalten, ein bisschen. Oh mein Gott, ey. Nebenbei lasse ich ein paar Videos von meinem Können laufen. So, Drescher muss, denke ich mal, auch mal abgetankt werden. Das machen wir einfach mal. Müssen wir dann mal gucken. Also, wir wollen Mais. Das ist die Hauptsache. Dann müssen wir mal gucken. Eins. Wir sind ja im Big, in so einem Big Trip, ne? Big Trip. Da müssen wir auch alles machen, was Big ist, so ungefähr, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt nicht ganz Big. Nehmen wir die hier. Das ist ja auch recht amüsant. Ja. Kaufen wir die. Oh. Ja. Wie viel PS braucht die? 180 PS. Das sind ungefähr ein Trecker. Der Mittelklasse. Das wird wohl mal ein... Aha. Oh, ein Hund, ein Puma. Ein Case. Nehmen wir mal den Case, ne? Also nehmen wir mal einen Case. Kaufen wir mal dazu den Case. Dann haben wir noch 300. Der reicht für nicht für den. Ja. Oh. Ja. Machen wir den Helfer ran und kümmern uns ums Sehnsichtliche. Jo, die dicken Maschinen, also schon mal. Der hört sich auch irgendwie komisch an, wie als wenn da eine Melodie drin wäre, ey. Da muss natürlich Saatgut rein, was wollt ihr? Da muss Saatgut rein. Die kann beides. Ach so. Düngen und also da müssen wir beide voll machen, ne? Jetzt mache ich gerade den Dünger voll, machen wir zuerst mal den Dünger voll. Machen wir uns mal ein bisschen Dünger voll, kommen wir mal ein bisschen Mineraldünger ein, ne? Muss ja gemacht werden. So.
Guck mal, wie viel da reinpasst. So. So. Machen wir auf jeden Fall ein bisschen rein. Müssen wir voll. Nicht voll machen, aber ja, voll. Oh, Kortag ist voll. Wir müssen mal ganz kurz ab. Ganz kurz abmachen und dann muss der Rasenmäher auch wieder an. Oh, Samstag wieder Rasenmähen. Auf jeden Fall. Ich hoffe ein gutes Wetter. Ich hoffe natürlich immer aufs gutes Wetter. Kontakt ist voll. Wir hoffen natürlich immer nicht, dass der Kontakt immer voll ist. Weil das behindert uns sehr. Wir haben schon den größten Drescher und dann, wenn der Kontakt voll ist, dann muss man halt mal auch ein bisschen dafür sorgen, dass es ein bisschen schneller wird, schneller, schneller. Wir müssen sehr schnell an den Big X kommen. Wir sind ja eben so mega Projekt, also. So. Der muss. Ah, geht das von der. Ah, ne, ja. Oh, das geht von der Mars auch, ne? Geil. So. So. Bis da. Aber nicht weiter. So. Das tun wir jetzt in Silo. Und dann nächste Folge oder übernächste Folge werden wir alles verkaufen. Alles auf einmal. Ist kein Joke oder so. Alles verkaufen. In dem Sinne, wieder schauen, reingehauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, noch nicht. Abprogrammation. Noch nicht. Jo, wir driften ein bisschen in LS. Wow. So, ab ins Getümmel. Wir haben hier, glaube ich, auch noch ein bisschen Hafer drin, glaube ich. So, Hafer. Ab ins Silo, damit dass es ein bisschen gespart wird. Bisschen gespart. So. So. Da müssen wir gucken. Ja, das muss wieder ans Werk. Das muss wieder, ja, an die Arbeit. So wie es an die anderen Maschinen kosten Geld. Wenn die Maschinen nicht laufen, dann kosten sie. Ja, Spritkosten und alles. Ja, jetzt kommt mir nicht mit sowas. Nein, Maschinen müssen arbeiten, genauso wie Flugzeuge am Flughafen. Kleiner Freestyle am Rande. Wenn die, weil es gibt nichts Lässeriges für eine Fluggesellschaft, wenn die Flieger auf dem Boden stehen. Da gibt es nichts Lästeriges. Das Feld, Alter, das müssen wir abernten, ey. Haben wir auch gekauft, ey. Ja, oh mein Gott. Müssen wir auch, Gott verdammt. Oh, egal. Ist kein aufgefallen, denke ich mal. Auch in der letzten oder diesen Folge. So, wir sind hier. Wir sind hier. Ja, hinten. Ah, da habe ich mir noch einen kleinen. So. Dass die BGA wieder voll wird. Oh. Ah. Den guten halten wir mal an. So, nebenbei ein bisschen wieder mal ein bisschen Schaufel hier.
Bisschen schaufeln. So. Alter, es wird weniger, zum Glück, es wird weniger. So. Und ich sag einfach mal dazu, danke, dass ihr gesucht habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Fritz. Ciao. Guckt euch die anderen Folgen an. Ich tue diese Folge auch immer in die Playlist. Vergesst kein Abo da zu lassen. In dem Sinne, danke, dass ihr gesucht habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Fritz. Ciao.